Hallo, schönen guten Abend. Ich habe mal wieder ein Kollagenpulver. Meins geht langsam zur Neige und dann brauche ich natürlich wieder ein Folgepulver. Ich nehme das sehr gerne schon seit vielen Monaten und finde das ganz toll. Fühle mich eigentlich insgesamt wesentlich besser damit und ich weiß nicht, ob es darauf zurückzuführen ist oder auf die sonstigen Nahrungsergänzungsmittel oder eine Kombination aus allem. Auf jeden Fall geht es mir gut und ich fühle mich gut damit und deswegen höre ich damit auch nicht wieder auf. Ja, das ist ein Rinderkollagen. Kollagen wird beim Rind gewonnen aus Knochen, aus Haut und Sehne. Ja, da befindet sich das Kollagen drin und das setzt sich ja bei uns auch wieder an die Haut, an die Knochen, an die Sehne. Ja, das ist einfach nur eine Umverlagerung, wenn man das so will. Selbstverständlich ist es nicht vegan, kann es nicht, wenn es vom Rind kommt, aber es hat einen hohen Proteinanteil, kein Zucker ist hier enthalten, wenig Fett. Laktosefrei, das ist ja auch immer wichtig, weil viele ja mit Kuhmilch zum Beispiel Probleme haben wegen der Laktose. Aber hier im Kollagen ist dieses Laktose nicht enthalten. Glutenfrei gibt es ja auch. Menschen, die zum Beispiel an Zöliakie leiden, die können natürlich solche Produkte dann auch nicht zu sich nehmen. Aber dieses hier ist glutenfrei und von daher gut bekömmlich auch für Zöliakie-Patienten. Ja, und ansonsten gibt es da nicht so viel drüber zu erzählen. Kollagen ist Kollagen, wie es jedes Kollagen ist. Man kann es einrühren in Wasser oder in Fruchtsaft. So ist die Verzehrempfehlung. Man kann aber auch, hier steht es dann nochmal geschrieben, in Kakao, Milchsuppe, Smoothie, Shakes oder Joghurt einrühren. Meine älteste Tochter rührt das sogar in den Kaffee ein. Ja, gut, ist Geschmackssache. Das hier hat ja nun ein Vanillearoma. Und ja, Vanille hatte ich auch schon mal gehabt. Das war eigentlich ganz lecker gewesen, aber es war nicht dieses hier. Ich muss mal eben aufmachen. Zwar will ich das jetzt gerade noch nicht anfangen, weil ich noch eine halbe Dose zu stehen habe, die erstmal verbraucht werden muss. Aber wir gucken da trotzdem erstmal rein. Wir wollen ja wissen, um was es geht. Und jetzt kriege ich das nicht auf, wie das immer so ist mit dem Vorführeffekt. Ich habe auch gar keine Kraft. Doch jetzt. Jetzt kommt was. Okay. So, hier ist nämlich ein Messlöffel drin. Ich muss mal erstmal riechen. Moment. Oh ja, es gibt einen ganz, ganz herrlichen Vanilleduft. Nicht aufdringlich vanillig, aber eben vanillig. Sehr schön. Ich mag nicht. Ich habe Kollagenpulver gehabt, so ohne Aromen. Und das ist einfach eklig. Das wollte ich nicht mehr. Das habe ich nicht runtergekriegt. Ich habe mich wirklich durchgequält und das bis zu Ende eingenommen. Aber ich war nicht böse, als es endlich alle war. Und dann habe ich mir geschworen, nie wieder ohne Aroma. Andere achten eben darauf, die wollen keine zusätzlichen Stoffe da drin haben. Aber mir ist das egal. Ich will, dass es schmeckt. Das muss lecker sein und dann kann man das auch verbrauchen. So, 16 Gramm habe ich hier irgendwo gelesen sollen. Soll die Tagesdosis sein. Und das ist ungefähr ein Messlöffel voll. Da steht nicht, ob ein gehäufter Messlöffel oder ein gestrichener Messlöffel. Ich nehme immer so ungefähr. War ein kleines Häufchen kann ruhig drauf sein. Und so, dann wird es wenigstens alle. Dann kann man wieder was Neues essen, also Neues trinken. Okay. Ja, das dann in so 300 Milliliter Flüssigkeit. Da nehme ich auch oft Fruchtsaft. Und ja, ganz toll schmeckt es mit Mangosaft. Ich trinke es gerne mit Mangosaft oder mit Ananassaft. Und das schön geshakt, schön durchgeschüttelt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, so ein Mixbecher, wo so ein Siebeinsatz ist. Durch den werden die ganzen Klümpchen alle zerschlagen und dann ist das richtig schön flüssig und dann trinkt sich das ruckzuck weg. Einmal morgens solchen Becher voll getrunken. Und dann hat man für den Rest des Tages Ruhe. Das mache ich immer so, das finde ich immer ganz toll. Dann brauche ich nicht mehr dran denken, dann habe ich meinen Tagessoll erfüllt. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht weiter groß was dazu zu sagen. Es schmeckt, wenn es aromatisiert ist, schmeckt es auch mir. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Haut, Haare, Nägel, alle Körperteile profitieren von diesem Zusatz. Also ich finde das ganz toll. Ich habe viel Veränderung an meinem Körper gemerkt. Alleine schon bei meinen Haaren, aber auch mit den Knochen. Das ist alles ein Ticken besser geworden.
Ich sage nicht, dass ich wieder wie 20 bin. Nein, das werde ich nicht mehr. Das ist schon völlig klar. Das können solche Wundermittel auch nicht bewirken. Aber Kollagen ist schon eine ganz tolle Sache. Mein Hautbild hat sich insgesamt verfeinert, verbessert. Ich bin zufrieden damit. Ich nehme das jetzt immer weiter. Teuer ist es ja nicht, wenn man das auf den Monat hochrechnet. Was sind schon 15 Euro? Die gibt man woanders vielleicht sinnlos aus für irgendwas. Nee, das ist gut angelegtes Geld. Und ich empfehle das sehr gerne weiter. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Denkt drüber nach und tut eurem Körper auch was Gutes. Ihr lebt nur einmal und da sollte man ruhig auch ein bisschen an sich selbst denken, an die Optik, an das Wohlfühlgefühl. Ja, und gut aussehen wollen wir ja natürlich alle auch, wa? Okay, euch noch einen schönen Abend. Tschüss.